Hallo, dies ist ein Beispiel dessen, was ich in dem Tango-Struktur-Seminar zeigen werde. Das ist eine Folie der Präsentation über eine fortgeschrittene Rapunganchur für die Frau. Diese Art der Bewegung ist für Frauen komplexer und schwieriger, als wie sie in anderen Folien dieser Präsentation beschrieben wurden. Hier sind wir im parallelen System und in diesem Fall ändert der Mann sein Gewicht während die ganze der Frau. In diesem Fall macht die Frau einen Ganschuh mit dem Spielbein, das sie im vorherigen Schritt hatte. Hier haben wir insgesamt 54 verschiedene theoretische Kombinationen, um das Ganze zu machen, mit zwei Schritten, sowohl auf der rechten und auf der linken Seite des Mannes. Wir werden nun eigentlich nie diese Kombinationen verwenden, weil meiner Meinung nach der Zweck der Studie der Struktur nicht ist, eine Reihe von Tabellen zu zeigen, sondern Bewegungen auswählen, welche in der Situation besser passen und die dazu getanzt werden können. Ein Melon, ein Choreografie. Einige dieser Sequenzen sind sehr komplex und einige von ihnen empfohlen den Einsatz von Resultaten. In dem Workshop werde ich eine praktische Demonstration von einigen dieser Sequenzen zeigen.